Geht's. Hallo, ich bin Franzi und ich ziehe jetzt meine Adventskalenderaufgabe. Bereite das Futter deiner Pferde mit verbundenen Augen zu. Sehr gut. Los jetzt. Hallo, ich bin Franzi und ich erfülle jetzt meine Adventskalenderaufgabe, die wie folgt war: Ich muss blind mein Pferd füttern. Na dann, mach dich mal blind. Und dann läufst du los. Ich folge dir einfach. Wo? Wir müssen irgendwo in die Sattelkammer kommen. Hast du dir einen geheimen kleinen Helferlein mitgeholt, der dich dirigiert? Oh, da kommt schon das erste Hindernis. Gleich kollidiert ihr mit dem ersten Hindernis. Titus nimmt sich schon in außer Acht. Ja. Erstes Hindernis, erfolgreich umschifft. Haben jetzt zwei Blinde. Du bist schon da. Ich sag nicht zu viel, sonst ist ja langweilig. Du bist total überbelichtet. Andreas, dein Handy macht komische Geschichten. Warte mal, wenn hier die Tür ist. Wir sind jetzt in der Privatpferdesattelkammer, denn Franzi hat dein eigenes Pferd und auch ihr Futter in ihrer eigenen Sattelkammer. Sie macht das Futter für Nemina Luna. Jetzt brauchen wir erstmal eine Schale. Da ist schon eine Annie, die rumrandaliert. Haben wir eine Schale? Ja. Sehr schön. Ja, da ist noch was drin. Was muss da jetzt als erstes rein? So, als erstes mache ich das Biotinpulver. Mhm. Annie, ich glaube, du stehst ein bisschen im Weg. Na, komm mal hier raus, Annie. Dann ist es nicht so eng. Ja. Ja, wenn wir das jetzt so finden. Ich wollte ja helfen. Aber dann ist es ja viel, viel langweiliger, wenn du hilfst. Tja. Okay, dann heute ohne Beauty. Wie sieht's denn aus? Da kann ich dir sagen, ob es heiß oder warm ist. Kiwi, lass mich mal rein. Wir gucken mal nach einer weißen, runden Schachtel. Aber nicht so ein kleiner Futtereimer mit weißem Eimer. Nee, der ist vielleicht so groß hier wie so ein Schöpfer. Aha. Ah ja, es liegt am Boden. Es liegt am Boden? Bück dich mal nach unten. Okay. Und dann nach links. Okay. Ja, und da unten. Links. Jetzt am Boden, Boden, Boden. Ja, yeah. Hab's gefunden. Sehr gut. So. Dann kommt davon eine Kelle. Wo ist jetzt mein Eimer? Ja, ist unter dir. Okay. Mhm. So. Was kriegst du dann? Müssen wir jetzt in Linas Sattelkammer, weil wir uns das Mineralfutter teilen. Mhm. Weil du endlich noch ein bisschen sammeln willst. Die Tür ist offen zu Linas Sattelkammer, du kannst also grundsätzlich durchlaufen. Ja. Mhm. Ja. Titus, nimmst du mal deine Peitsche aus meinem Gesicht, bitte? Danke. Gut an. Mhm. Ja. So, und dann müssen wir jetzt wieder zurück. Mhm. Einmal quer über den Tisch. Einmal alle weg hinter mir, sonst laufen wir hier rein. Oh, Kinder, weg, weg, weg. Sonst muss die Franzi über euch fallen. Mama. Ja. Kann ich da bitte nicht angeln gehen? Nein, du kannst jetzt auch nicht angeln gehen. Räum das bitte wieder weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen dahinter zu meiner schwarzen Futtertonne. Dahinter zu deiner schwarzen Futtertonne. Na, ich bin gespannt. Dann lauf mal dahinter zu deiner schwarzen Futtertonne. Oh, Andreas, dein Handy ist so überbelichtet. Ja, wie denn? Weil, nee, mach jetzt nicht Cut. Das ist halt einfach überbelichtet. Da war ein Hindernis. Franzi wird verfolgt von sehr vielen Kindern. Nicht die Deko kaputt machen.
Ah, ich hab einen Schöpfer vergessen. Nein, nicht dein Essen. Also normalerweise kriegst du einen halben Schöpfer. Sehr schön. War ein halber Schöpfer. Fertig? Ja. Wunderbar, Aufgabe erfüllt. Und wie war's? Machst du jetzt immer so, oder? Ja, klar.